Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren For the King Stream, während ich hier gerade Parsec nochmal neu starte. Hallo. Das Echo war auch lauter als die Originalperson. Ja. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also ja, Kai kommt gleich. Ich übernehme, solange er noch nicht da ist. So, dem ersten habe ich schon mal auf Maus beschränkt, jetzt fehlt der zweite. Da ist der Lümmel. So, unsere So. Hauptmission ist momentan immer noch den Kameraden finden. Ich kann da nicht helfen, tut mir leid. Ich höre immer noch Echo. Dann müsst ihr Das heute mit ist Echo komplett. leben. Das Echo ist aber grausam. Was soll ich daran ändern? Keine Ahnung. Ich habe schon alles versucht. Ich kann. Ich mache einmal kurz. Hier. Weiß nicht, ob das ist. Ja, das Nee. weiß ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich euch noch helfen soll. Ich habe Party jetzt schon einmal neu gestartet. Naja, jedenfalls. Sunny war ja da schon weg. Wir sind vom letzten Mal noch hier rüber gewandelt, haben hier, soweit es geht, alles erkundet. Alles heißt nicht komplett alles. Hier müssen wir noch ein bisschen erkunden. Wir suchen immer noch den Charakter, der irgendwo gammelt. Sunny, ich wünsche viel Spaß beim Suchen. Ja, also nach 59 Runden gammelt Ja. er wirklich noch. Doch hierüber müssen wir. Ja. Das ist ja momentan unser Hauptziel, den Dude endlich mal zu finden. Diese eine einsame Inselfleck da, ne? Ich hab ein Becken gefunden. Wer hat nochmal das Reparaturset, wenn das gleich fast kaputt ist? Kai, Wollen glaube ich. wir erstmal, können bei dir ins Inventar gucken. Du Ich hast es hab. jedenfalls schon mal nicht. Das weiß ich auch. Das ist der, meine ich. Warte! Juhu! Ja, der verlorene Gefängniswagen, wir haben ihn endlich gefunden! Da ist er! Den suchen wir die ganze Zeit! Der sitzt aber auch im Ja, jetzt hinterletzten habe Eck! ich noch Gegner verprügelt. Der saß aber auch im hinterletzten Eck, ey! Ja, sind die drei Schritte egal. Angriff! Hinter den Gitterstäben des Gefängniswagens siehst du eine zerzauste Person, die dich um Hilfe bittet. Die arme Seele, die hierin gefangen ist, scheint Will ich in nicht sich. finden, ich habe, glaube ich, mehr Talent. Willst du nochmal, wenn du drei Durchläufe warten willst? Ich denke, wir können das sowieso so oft versuchen, wie wir wollen. Hat doch eh geklappt. Eine unbekannte Stimme. Ach komm, Sunny, du hast so selten jemanden zum Vorlesen. Mit dem Echo habe ich dann nicht wirklich Bock drauf. Bin ich ehrlich. Ich auch nicht. Endlich frei! Die königliche Wache hat mich überrascht, als ich Holz für die Stadtbewohner sammeln wollte. Ich bin hier der Holzfäller, falls du es noch nicht wusstest. Ich bin ein Mann von Ehre und verdanke dir mein Leben. Ich schließe mich dir gerne an. Wir haben den Holzfäller freigeschaltet. Angriff. Wir haben es geschafft, Leute. Das feiern wir damit, dass wir den Jetzt Dieb verprügeln. töten wir alles, was wir finden. Jetzt kannst du meinetwegen auch dieses Entdeckungsding weglegen. Mache ich auch. Ach ja, Sunny, das hast du, glaube ich, nicht mitbekommen. Er hat am Ende eine goldene Pistole bekommen und die ist eigentlich recht geil. Die ist ziemlich OP. Das habe ich, glaube ich, noch gesehen. Bumm. Einmal aufteilen. Du hast deine Katze. Ja, du hast deine Katze. Ja, die ist doppelt so gut. Ach nee, ich habe das Herbarium, ne? Ich gebe das dann gleich an Sunny weiter. Ich probiere einmal noch eben kurz Discord einmal komplett neu zu starten. Wenn danach nicht funktioniert, dann kann ich wirklich gar nicht mehr helfen. Zweifel echt, dass es in Discord liegt.
Ich probiere es trotzdem mal. Bei Patek habe ich schon alles versucht. Die wurde umgestellt hat. So. So? Ah, ich höre kein Echo. Hat's funktioniert? Hört der andere mich auch nicht doppelt? Also... Dich haben wir die ganze Zeit nicht doppelt gehört. Es ging nur um uns. Wir haben nur uns doppelt gehört. Wir haben uns über dich doppelt gehört, würde ich, glaube ich. Okay, ja, aber es ist weg. Es ist weg. Dann war es Discord, das Problem gemacht hat. Okay. Ich dachte wirklich, jetzt wäre Partner gewesen, aber gut. Eigentlich gibt's echt nicht, dass es so gut ist. So, warte mal. Lager verprügelt. Das wäre jetzt eigentlich das... Erstmal... Ich brauche es nicht. Wie gesagt, ich habe mein Herbarium. Ich kriege dadurch durchgehend Blättchen. Ja, ich weiß nicht. Bringt mir das was? Ich schau mal, ansonsten gebe ich es kalt. Du kriegst durch das Herbarium dein ganzes Kraut. Ja, ich habe auch so die Fähigkeit, dass ich Kräuter finde, aber das Herbarium erhöht das nochmal deutlich. Mal kurz drüber schauen, was wir sonst noch als Plan haben. Nix außer alles verprügeln. Da müssen wir eine Stadt befreien. Der steht einsam und verlassen in der Ecke. Hier oben die Ecke braucht uns nicht mehr interessieren. Doch, da oben ist ein Katapult, habe ich gesehen. Das ist doch schon kaputt. Das haben wir schon gemacht. Nee, dann doch nicht. Ich wollte schon sagen, ich glaube, das hatten wir schon. Also, Laridian interessiert uns. Danach können wir eigentlich die Ureiche retten gehen. Und dann ist das Kapitel hier, glaube ich, auch schon vorbei. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Kraken eigentlich bekämpfen. Ja, dafür müssen wir Boot fahren. Und ich glaube, das passiert erst... Wir haben aber gerade nur ein Landboot. Das ist ich das glaube, das passiert dieses Kapitel noch gar nicht. Weil guck mal, so wenig mehr wie hier ist. Mhm. Da glaube ich nicht, dass wir irgendwie Boot fahren gehen. Das ist halt echt blöd, dass wir jetzt mit dem Equipment, was wir haben, was mega krass ist, nicht einen Kraken bekämpfen können am Ende. Ja, das stimmt schon, das stimmt Der Kraken, den kriegst du auf Level 9 selbst schwer platt. Zumindest war es im Alten so. Wir haben aktuell so das krasseste Equipment, was wir bisher hatten. Warte, Sunny, bevor... Eventuell wolltest du noch das Fernglas bzw. den Kompass weglegen. Ach, warte. Ja, ich wollte an sich meinen Kompass auch nochmal austauschen, gegen meinen mehr ausweichen. Na, du hättest nicht gekonnt. Vor dem Kampf. Ich weiß. Sunny, der ist dein Job. Theoretisch krieg ich ihn gekillt. Ich kümmere mich um die Hinter. Ja, der ist tot. Theoretisch ist ein bisschen kaputt. Ich kümmere mich um die Hinter. Er blockt. Sunny, warum hast du dich eigentlich nicht hinter Kai gestellt? Ach so, nicht dran gedacht, gerade einfach nur. Und wann willst du eigentlich mal wieder Bomben machen? Das frage ich mich auch. Die hat er ewig nicht mehr gemacht, in der Tat. Nee, das ist Mäd. Bisschen Alkohol, Mensch. Wenn wir Kai gleich erzählen, wo der Charakter stand, ne, der wird auch ausrasten. Das war halt legit eigentlich nur 5 Schritte neben uns, wo wir aufgehört haben. Ja. Ja, ich bin halt wirklich 5 Schritte gegangen und dann war er freigelegt. Es ist übrigens schön, dass er sich genau da hingestellt hat, ne? Ja, ne? Weil der konnte sich auch nirgendwo anders hinstellen. Entweder steht er da oder er steht halt in dem... Hier, gib den Grobian. Erstmal würde ich dich beschützen. Oder den Scharfschützen, einen von den beiden. Den Grobian würde ich ehrlich gesagt Arkaio überlassen, weil der hat das perfekte Ausweichen. Jo. Und geht einem damit übelst auf den Sack. Aber das Ding ist, der stirbt gleich eh. Ach komm. Der geht einem so auf den Keks. Ach, ich krieg auch Schutz. Wo bist du hier? Und wo bleibt mein Damage, Kai? Er hat den Taktik, aber er nutzt ihn nie. Okay, beide. Okay, dann kümmere ich mich um den Schützen. Jo, das sollte kein Ding sein. Die Vogelscheuche ist bisher unser bester Verbündeter. Ja. Hallo, ich bin der beste Verbündete mit meiner Pistole. Kai hat übrigens in die Gruppe geschrieben, dass er so rund 8 Uhr kommt. Naja, aus dem gleichen Grund, warum er sonst auch Ich muss einmal kurz das Spiel etwas leiser schrauben. Besser, okay. Ihr habt wieder freie Fahrt. War das schon vorher, dass man sehen konnte, wie viel man in den Stat drin hat, was die Waffe braucht? Dass das über den Köpfen angezeigt wird? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das neu ist. Sunny klingt heute bei mir sehr komisch.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Da der Messingkompass. Ich guck gerade nur sicherheitshalber, ob du das. Also hast du den Silberintelligenzring oder den Silberglücksring? Eins von beiden kannst du ausrüsten. Ich glaube, ich wollte den Intelligenzring ausrüsten. Den Kompass brauchen wir hier definitiv nicht mehr. Behalte den Glücksring trotzdem mal, wenn irgend so eine Glückssache auftaucht. Klar. Dafür habe ich auch meine schwarze Katze. Wollen wir vorher vielleicht noch mal in die Stadt, dass wir uns alle hier zumindest die in den Pokus hochheilen? Das können wir machen, ja. Das ist eine gute Idee. Ich lasse Kai jetzt auch gleich direkt den Wagen reparieren. Ach stimmt, wir haben hier noch eine Quest offen. Stimmt, die haben wir noch gar nicht gemacht. Die Feuerpeitsche? Die Peitschen, die sind neu. Boah, auf die hätte ich schon irgendwie Bock. Was das andere? Der andere Gegenstand? Die gute Knochenpfeife. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Könnte ich zur Not sonst nutzen. Aber naja, ich denke mir, das ist beides hier. Ah, nee, das ist sogar. Gold weniger. Und Gruppen-EP würde ich komplett ignorieren. Aber brauchen wir halt gar nicht, das ist gar nichts. Chaos-Reduktion ist natürlich. Wir haben ein Chaos, aber vom Prinzip her, ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig dahin. Also. Entweder. Können wir die Peitsche uns holen? Weil ich habe auch ganz gut hier das, was es braucht. Ich würde die Peitsche generell auch mal sehen wollen, also wäre ich eigentlich schon dafür. Die Peitsche ist neu. Die Peitsche ist ein komplettes neues Waffenset. Beide benutzen? Vor allem, ich kann mir halt nicht vorstellen, was das hier für Skills sind. Ich kann ja auch nicht gucken. Ah, okay, das sind einfach zwei Multitargets. Du kannst die Gegner für die ranziehen. Die Betäuben entzünden. Flammendes Lasso ist sehr interessant. Du ziehst sie zu dir hin. Du betäubst sie. Und du steckst sie in Brand. Und vor allen Dingen. Ich habe einen, der nur einen braucht. Vor allen Dingen, das flammende Lasso trifft auch mal mehrere. Aber dafür macht flammendes Lasso halt auch keinen Schaden, ne? Ey, egal welche Attacke du nimmst, du steckst den Gegner in Brand. Ja, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Wir nehmen das trotzdem mal, weil Peitschen hatten wir noch nicht. Ist sogar ziemlich nah. Nee, da, offenbar. Nee, wir müssen das von oben holen und unten abliefern. Glaube ich. Oder andersrum? Wenn es weiter nichts ist. Ist, glaube ich, egal, wer es abgibt. Die Peitsche geben wir dir sowieso rüber. Wenn du willst, kannst du ruhig erst die Mühle mitnehmen und danach dir das Fragezeichen holen. Das ist auch was, das du machen kannst. Ich weiß nicht mal, was die Mühle gibt. Ja, ein Gegenstand, wenn du es nicht verkackst. Du hast noch zwei Fokus. Du willst ja eh Fokus auffüllen. Ja, einen Fokus kannst du nutzen, wie du willst. Ich würde aber wahrscheinlich nur einen benutzen, weil je nachdem brauchst du ein Fragezeichen. Ja, das reicht auch. Okay. Und was kriegst du? Wahrscheinlich Mehl. Im Kampf verbessert es das Ausweichen. Ja, mehr ausweichen! Ja, und den letzten Fokus, den nutze ich, um zum Fragezeichen zu kommen. Den Fokus zum Bewegen benutzt, bin ich ehrlich. Eine Pfeifenschmieden! Was hast du? Was für Pfeifen? Ja, Pfeifen, du Pfeife. Okay, mein Fokus wird einfach um 2 erhöht, wenn ich ein Kraut rauche. Das ist bei dir und bei Sunny gut. Alles ist besser. Alles ist besser als die Wissenspfeife. Also actually würde ich gerne die Beruhigungspfeife für mich claimen, weil ich mit. Obwohl wir haben, glaube ich, haben wir gleich viel Fokus? Ihr habt gleich viel Fokus, der Unterschied ist, du generierst es generell ab und zu. Nein, ich habe einen Fokus mehr. Ich hab 7. Entscheidet unter euch. Die Heilpfeife macht das, wenn du irgendein Kraut rauchst, dann heißt nicht mal das Gottesbad, dann kriegst du ja EP. Dann ist halt jedes Kraut in Heilung, ne? Ich mach die. Weiß nicht. Die Heilpfeife brauche ich halt überhaupt nicht, dadurch, dass ich halt einiges an HP so regeneriere. Die Eilpfeife macht dich schneller, wenn du auf der Oberwelt ein Kraut rauchst. Ich würde dir auch raten, generell vielleicht ein Gottesbad zu kaufen. Also ich bin sowieso der hier die ganze Zeit die Gruppenheilung macht, aber. Ich hab halt keine Ahnung, wer jetzt hier die Beruhigungspfeife nimmt. Und entscheide das unter euch. Das würde uns beiden halt durchaus helfen. Nur bräuchte ich dann auch mehr Kraut als ich. Wie wär's? Wir machen das so. Ja. Ich denke jetzt an eine Zahl zwischen 1 und 20 und der näher dran ist, der kriegt es. Klingt das nach einem Deal? Okay. Okay, denk grad an eine Zahl. 10. 13.
War 11. Akaya ist näher dran. Verdammt! 10 ist halt so die beste Zahl in dem Bereich, weil entweder bist du über oder unter der Zahl. Hätte ich die 13 mir gerade in den Kopf gesetzt? Ja, und? Aber trotzdem ist die Chance. Nebenbei, du hast sie nur gekauft. Ja, ich weiß. Die alte kannst du verkaufen. Aber, ja, und dann kann ich nochmal irgendein Kraut nehmen. Ja, 5 Fokus. Für schlechte Zeiten. Naja, also dadurch, dass du zwischen 1 und 20 dir eine Zahl gedacht hast, ist die 10 halt wirklich die beste Zahl, weil entweder bist du über oder unter 10 und je nachdem, ob Sunny über oder drunter ist bei der 10, ist die Chance 50-50, dass ich auf jeden Fall gewinne. Sunny, welche Pfeife willst du? I guess ich nehme die Heilpfeife. Dann nehme ich die Allpfeife. Weil ich kann die Gruppenheilung auch auf der Oberkarte machen. Richtig. So, maximale. Und gleich kommt Kai und fragt sich, warum habe ich als einziger Geld? Du? Wir haben uns bestimmt nicht auf Kai seinen Nacken alle meditieren lassen. So, dann runter zum Hafen. Ich zweifle, dass Kai damit ein großes Problem hat. Kai ist ein Teamplayer. So. Nee, ich glaube noch weiter unten links war's. Noch weiter unten links? Da. Ah ja, da. Okay. Keine Sorge, ich gebe dir die Peitsche. Ausguckschade. Schade, selbst mit Sunnys Geld hätten wir nicht genug, um auf Kais Nacken wieder Reparatur zu. Doch, ja, Kai könnte reparieren. Die normale Reparatur, aber halt keine Reparaturrolle. Ja. Beziehungsweise Reparaturkit. So, Sunny, dann entdecke mal das Fragezeichen. Die hat eine geheimnisvolle Mitmachsache. Spukwindmühle. Ja, hier kann ich nichts machen, das ist euer Ding. Das ist mein Ding. Entweder deins oder Kaios. Deins oder meins, wollte ich sagen. Naja, ich bin halt als nächstes dran, also das ist mein Ding. Also nach Kai wäre ich dann halt dran. Und das wäre durchaus praktisch, da wir Gruppen-XP bekommen können davon. Ich setz mal nur schon mal auf die andere Seite. Du kannst dir einen Schritt sparen. Ah nein, ich wollte eigentlich zumindest einmal reinmachen. Hat funktioniert. Egal. Hast was für Sunny gefunden? Ja, nee, den kannst du, glaube ich, verkaufen. Plus ein magisches Schaden. Sunny will Intelligenz auf 100 haben. Plus eins magisches Schaden ist es absolut nicht worth. Das Becken ist weiter oben. Wir wollen also dahin, oder? Genau, ja. Damit wir uns zum Brennen bei teleportieren können. Ah! Da ist der Kollege. Kai, du hast gerade die Spendierhosen angehabt. Du hast uns alle auf deinen Nacken meditieren lassen. Nabbend. Also, du hast die beiden auf deinen Nacken meditieren lassen. Ich hab selber bezahlt. Kai? Wir haben ja den Typen endlich gefunden. Willst du wissen, wo er war? Ja, fünf Felder entfernt von da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Oh, wow. Ich bin halt wirklich die 5 Felder, die ich bewegen konnte mit dem Schiff, vorgefahren und dann ist der gespawnt. Wir haben jetzt den Holzfäller freigeschaltet. Ich denke mal nicht, dass wir das Boot mit durchnehmen können, ne? Das klingt schon wieder wie eine Klasse für Kai. Was ist denn das da? Und wir haben eine Pfeifenhändlerin gefunden. Die hatte eine ziemlich krasse Pfeife dabei. Für jedes Kraut, was man raucht, gibt es einfach 2 Fokus. Wir wollten erst die Stadt einmal oben befreien. Ja, genau, beim brennenden Wald. Ja, war das im brennenden Wald? Ja, beim brennenden Wald. Ja, stimmt, da ist Laridian. Reicht ja, wenn du 2 Felder drumherum stehst. Jo. Jetzt müssen wir alle dorthin gehen. Du hast einen Heiler gefunden. Aber du brauchst keinen Heiler. Kannst du ja für Kai stehen lassen oder für danach den Kampf. Nein, das Risiko würde ich nicht eingehen. Ich mache es.
Ich habe es. 1% Gruppentod, Digga. Dieser 1% Gruppentod. Ich sag dazu nichts. Hallo, ich habe 7 Fokus. Und ich kann sogar noch 5 wieder aufladen. Ist mir egal. Ach, jetzt findest du mal Sachen, aber den scheiß Typen konntest du nicht finden. Doch, hab ich doch. Ja, aber ich nicht war mit ja da, den entdeckt haben. Aber nicht mit deiner Fähigkeit, was du eigentlich tun solltest. Was hast du denn hier da gerade überhaupt aufgedeckt? Finden. Das habe ich gemacht. Hä? Einen Dungeon hat er gefunden. Okay, da können wir ja gleich... Eine neue Art Dungeon anscheinend. Warum, Nach der Stadt prügeln wir den Dungeon weg. Klingt nach einem Plan. Hätte ich Bock drauf. Wie gesagt, das können wir uns ja für danach aufheben. In der Stadt probiere ich dann auch mal die neue Waffe aus. Genau, jetzt gibst du ihm die Waffe und dann gehst du rein. Kannst du sogar noch reingehen. Ich peitsche die Gegner jetzt aus. Lass mich raten, das Ding macht Gruppenschaden. Ja. Nee. Also die Peitsche kann Leute ziehen. So, die macht Gruppenschaden, macht Einzelschaden und macht Debuffs ohne Ende. Also diese Peitsche, die wir da jetzt haben, die ist ziemlich strong. Sagen wir es mal so. Auch wenn der Schaden etwas niedriger ist als von meiner Pistole. Die Pistole ist eh crazy. Also egal was er macht, er steckt die ihm dran. Mit Schneebär machst du keinen Schaden, ne? Ja, ich weiß. Ich überlege, ob ich gerade irgendwie von den Fickern betäuben will. Und damit habe ich was zum Zensieren! Ich zünde halt alles an. Ach komm, geh mal rein da. Bab, weg! Auf dem Weg mit dir! Tschüss! Liege in die Tiefen des Waldes! Tja, ich kann auch ausweichen. Darf ich jetzt? Ja. Macht einen Schwarzschuss von dir. Der wollte erstmal fliehen, offenbar. Nö, ich wollte nur die Peitsche ausrüsten. Da bin ich schon gespannt. Okay, das kann ich anscheinend nur machen, wenn ich vorne bin, den Feuerschlag. Das ist, glaube ich, auch der AOE-Angriff, der Feuerschlag. Das hier ist halt einfach nur ohne eine Debuffs. Aber dafür kein Damage, das ist ähnlich wie mein Ding. Und das ist Einzelschaden. Und der ist einfach ausgewichen. Okay, wir wollen nicht nebeneinander stehen. Was für nicht nebeneinander stehen? Ich sehe da nichts. Hexenmeister nennt er sich. Lächerlich nenn ich das. Hexenmeister nennt er sich. Master of Disaster nenne ich ihn. Der kann gar nichts. Du wirst gedotzt. Ich habe es ohne Probleme einfach abgewehrt. Fertig. Ich wollte erst keinen boosten, aber Gruppenangriff macht mehr Sinn. Der also Hexenmeister ist einfach ein Amateur, der ist kein Hexenmeister, der ist ein Hexenlehrling. Kriegst du den Marodeur weg, Kai? Kai hat, glaube ich, letztes Mal noch eine Kanone bekommen. Oder? Ach, stimmt, aber dann müsste... aber dann müsste er wieder nachladen. Kanonen auf jeden Fall. Ich glaube, weiter unten. Müsste er jetzt, glaube ich, wieder nachladen, die Kanone. Da, die verstärkte Kanone, die meinte ich. Ach du Heilige, der hat viel zu viele Waffen. Kai, 32 Damage. Du Krabuben. Kai hat zu viele Waffen. Wenn müsste ich nachladen mit der Kanone, das. Deswegen. Ich muss mit meiner Pistole nicht nachladen, wenn ich in einem Kampf neu reingehe. Schade, ich hatte überhaupt nicht keine Hexenmeister zeigen, was ein wahrer Hexenmeister ist. Ist der Sound nur bei mir bei Sunny komisch heute oder ist das auch bei anderen? Nee, der ist ein bisschen dumpf. Weiß nicht, woran das liegt. Aber auch nur gelegentlich irgendwie. Jetzt warst du wieder normal. Ganz komisch. Kannst dich ja nach vorne bewegen und dann nächste Runde mal den Feuerschlag machen, wenn du willst. Ich kann mich auch nach vorne bewegen und den Feuerschlag machen. Das ist halt AOE. Ah, okay, du machst aber zur Seite. Was willst du von mir? Okay, also ich bin von der Peitsche bisher enttäuscht. Ne? Die hat bisher nicht einmal getroffen. Ja! Allerdings trifft auch nicht! Ich habe einen getroffen! Ich wechsle wieder auf meine Pistole. Der ist tot, Kai hat ihn kaputt geflektet. Bring dich an mir selber um. Hab ich kein Problem mit.
So, jetzt zeige ich ihm, wer ein wahrer Hexenmeister aussieht. Da steht die gut, Kai. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass alles fehlschlägt. Komm! Oder dass er daneben schießt. Er dodgt es! Könnte alles passieren, außer er dodgt es. Goldene Piste. Kaboom? Ja. Habe ich mein Schild jetzt? Ja, habe ich an. Warnschuss ist einfach nur zurückschrecken, glaube ich. Hm. Ja, das war ein Selbstbuff gewesen. Okay. Boom. Ihr habt ja auch einen Spaß mit euren Kanonen, oder? Ja, die sind halt stark. Ich habe ihn, ich habe es ihm weggenommen, dass er irgendwie buffen kann. Kai, hau den Schaden raus. Oh boy. Fix die nah hin. Gut, dass ich dich gebufft habe. Das hätte auch so gereicht wahrscheinlich noch. Nein, das war wichtig. Das war wichtig und richtig. Ein Bogen, ja. Mit EXP. Oh, Chaos-Schuss. Ein heiliger Chaos-Schuss. Den du wirklich brauchst, glaube ich. Meins? Nur weil ich es nicht brauche, heißt es nicht, dass ich es nicht ausprobieren kann. Okay, wem von euch darf ich jetzt obliteraten? Willst du nicht lieber eine Eisexplosion machen und dort alle drei? Außerdem, du hast eine Bombe zu werfen. Ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt auch schon benutzen möchte. Kannst du die auch für die dritte Welle aufheben? Gebe ich mir eher für die dritte Welle auf. Ja, oh ja, die kriegen alle mehr Damage. Kai auch. Was willst du von mir? Verstehe nicht, was der von mir wollte. Habt ihr mir den Bogen jetzt eigentlich gegeben oder nicht? Ich hab das nicht mitbekommen. Ja, den königlichen Langbogen hast du in deinem Inventar. Kannst du mal mehr Informationen anmachen? Ja? Wenn keiner mehr an die Maus geht. Okay, was auch immer Chaos-Effekt. Je höher das Chaos ist, umso heftiger ist dein Bogen. Ach du Heilige. Also dann gar nicht kann der Damage machen. Dann kann der noch richtig Damage machen. Ich muss mal kurz an die Maus, muss mal irgendwas wegmachen. Das will gerade nichts machen. Ist nur für ganz kurz. So, jetzt kann ich sie wieder haben. Danke dir. Musst nur kurz ein Pop-Up wegmachen, was mir hier von meinem PC... Was ist das? Ich kann einfach mit meiner Pistole zuschlagen, wenn ich vorne stehe. Ja, wenn du keinen Bock hast nachzuladen, dann haust du halt einfach mit der Pistole zu. Ja. Hui! Ich zünd euch alle an. Immer noch niedlich. Hexenmeister, Amateur. Auf jeden Fall. Kümmerlich. Lieb mich. Ich meine, der Typ kann ja nicht mal Kai treffen, der nur 9 Ausweichen hat. Aber Kai kann es genauso nicht. Er ist der Tank. Ich muss nicht treffen. Hier! Ich zeig dir, was ein Hexenmeister ist. Oh, so in den Teich! Du hast ihn versenkt. Ich zeig dem Scharfschützen erstmal, was ein Scharfschütze ist, wenn ich denn dran bin. So nicht anders als ein Hexenmeister. Let's go. Was kriegt der jetzt? Ausweichen damit? Och nö. Ich zeig dem Scharfschützen jetzt, was ein Scharfschütze ist. Okay, will ich sehen. Der soll stark werden. Du kannst ihn schlagen mit der Pistole. Ja. Ich zünd ihn an. Ich zeig ihm jetzt, was ein Scharfschütze ist. Ja, Oder ja. Junge, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen einzigen verfehle, ey? Das ist noch nie zuvor passiert. 50-50. Das ist nicht 50-50. Doch, Statistik. Nein, das ist 20-80. Also 20, dass ich verfehle, 80, dass ich treffe. Okay.
Bei dir vielleicht, aber das erzählt sich nur, wieder hat kein Recht. Du hättest das auch für den Hinteren nutzen können. Ja. Aber den werde ich jetzt rausnehmen. Jetzt daneben. Kommt der ADG-Über. Ja, der überlebt das so. Er dodgt das. Ja gut, der hat auch ein Ausweichen. Lern mal treffen. Lern erstmal wie mit einer Pistole umzugehen und den Abzug zu drücken. Genau, lern mit einer Kanone umzugehen. Ich kann mit meiner Kanone umgehen. Zeig mal, wie man mit der Kanone umgeht. Hier, ich zeig euch, wie man mit der Kanone umgeht. Und jetzt wieder Ladehemmung. Nee, diesmal habe ich die Kugel nicht vergessen. So, Scheiding, mach ihn fertig. Oder auch nicht. Ich habe keinen Fluch auf mir drauf, warum habe ich immer so beschissen? Bad luck, I guess. Oh, ich weiß, was er aus. Nichts mit Luck. Das hat nichts so jetzt mit dem Luck-Wert zu tun. Oh, 63 Damage. Hau den weg. Ah, boom. Hui, da war mal jemand. Ich hätte auch gerne so ein dickes Ding. Ich glaube, nächstes Kapitel spiele ich Holzfäller. Ich habe mal Lust auf was anderes als Ausweichen. Ausweichen, wenn ich nicht so viel hätte, dann wäre das geil. Rüstung, Widerstand, Hättet ihr was dagegen, wenn ich im nächsten Kapitel denn den Dingens spiele? Mach, wie du lustig bist. Ich habe damit kein Problem. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwas magisch basiertes spielen. Ich will halt mal was Neues ausprobieren, was nicht ausweichen ist. Ich habe nichts davon. Ich meine, ausweichen. Bombe, schon, in die Mitte! Ist schon auch recht stark, aber. Dafür hast du Fokus-Kopfhörer? Hm? Er wollte sicher sein. Ja. Auch die Bombe kann verfehlen. Deswegen. Es hätte nur einmal kurz seinen Wurfarm ein bisschen zucken haben müssen und dann wäre die Bombe auf einmal nicht mehr geflogen. Kannst du vom Prinzip, wenn ich auf die Mitte von den beiden da zielen? Wenn ich das mache, dann fressen beide aber reduzierten Schaden. Wie viel AP hat der? Das sehe ich echt nicht, ey. Warum muss das da so drüber sein? 36. Den würdest du so oder so nicht one-hitten. Wer hat gesagt, dass ich den mache? Dann mache ich einfach den. Kaboom! 44 Damage. Eventuell hätte ich den anderen doch one-hitted, weil den habe ich gerade 44 Damage gedrückt. Der hat 8. Der hat 8. Ah, nee, der hat 8 Defense, das hätte nicht geklappt. Kai, ich würde dich so gern boosten, ne? Doch, wenn du eine Hyrule gehabt, hättest du genau gekillt. Mit 36 Damage. Ich würde so gern Kai gerade boosten. Kai, hau es weg! Aber ich glaube, das braucht er gar nicht. Nein, den Hexenmeister, den kriegt er nicht tot, so. Zweifel ich auch. Ja. Shining, rein da und mach ihn platt! Ich treff doch eh nimm nicht. Nimm das gut, halt. Mach es tot. Er hat getroffen! Ein Hoch auf den Magier, der endlich mal getroffen hat. Es ist traurig, aber wahr. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht mal mitbekommen, wer gerade dran war. Hängen wir dran. Ey, Questbrett. Guck ich gleich. Ja, ich brauche Kraut. Foliant der Blitze brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe schon meinen Stab. Aus! Ich könnte mit den Handschuhen was anfangen. Wie viel kosten die Handschuhe? 255. Oh, die haben wir auch. Oder eine Wasserpeitsche. Die ist auch stärker als die andere. Also Akaya, willst du einen Eischakram oder eine Wasserpeitsche? Mit beiden kannst du umgehen, glaube ich, oder? Also am besten kann ich damit umgehen, ja. Mehrere Ziele.
Wie sieht es bei der Peitsche aus? Ding ist, wir haben halt bereits mit meinem Stab Eis im Team. Theoretisch wäre die Peitsche besser. Ich glaube, ich nehme die Peitsche einfach wegen nass. Deswegen sage ich ja, theoretisch wäre die Peitsche besser. Wenn ich Glück habe, kann ich nämlich alle Resistenzen entfernen, solange sie nicht Nassimmunität haben. Kann man den Brief eigentlich lesen? Ich glaube nicht. Schade. Nee, benutzen wir ausgegraut. Okay. Wäre interessant zu wissen, wie die Quest dann fortsetzt. Die finde ich sehr schön, die Handschuhe. Die wären auch ganz nice für mich, für den Angriffsschaden halt, aber... Behalten wir meine Seiten. Behalt die mal, dann kann der Kai ja gleich gucken, ob er die haben will oder ob er seine Auswahl. Ich weiß gerade nicht, was ich für Handschuhe habe, das ist halt das. Deshalb behalte ich die jetzt mal. Spend die zwei Fokus mal, aber ich glaube, mit ein bisschen... Obwohl, der Nachtmarkt ist offen. Da, war das die Quest, wo ich hin musste für? Ja, ich lege die auch mal direkt an. Damit ich direkt ausprobieren kann. Und der teure Nachtmarkt. Natürlich kann ich nichts kaufen. Mehr ausweichen! Gedankensonde? Mich interessiert auch die Gedankensonde. Boah. Legendärer Feuerbogen. Der sieht und geil aus. Feuer. Der hat im vorherigen Kapitel schon durchgecarried. Ist aber ein Einhänder. Verwirren. Ist ein Einhänder. Kann man aber dementsprechend mit Schild nutzen. Und ich weiß ja nicht, wie die Angriffe davon aussehen, also. Zeig mir mal den Hammer. Den Herzbrecher-Summer. Alleine für den Namen. Die Rubin. Junge. Es sind schon unten bis 13 Radius schon. Wenn du meint entzünden, minus 5% genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die. Ja, die sind auch. Stark. In die Rubinkeule, die ist Müll, weil zerbrechlich. Wir wissen, ja, wie das ausgeht. Die Blitzkeule hat genau den gleichen Wert gehabt. Mehr ausweichen! Alter, wie viel Glück denn bitte? Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Wie viel Glück willst du haben? Egal, aber da ist. Derbe viel Glück, Gold, ausweichen und Widerstand an Rüstung. Also wenn und 716 ist viel zu viel dafür, bin ich ehrlich. Ich hätte es aber trotzdem irgendwie gerne. Also so oder so kann sich keiner den Scheiß leisten. Ja. Selbst wenn wir zusammenlegen. Theoretisch, wenn wir alle unser Geld in Kai reinpumpen, kann er sich vielleicht noch die Keule holen da. Keiner von uns hat irgendwie das Geld. Also, das war jetzt eine kaputte Statue, ne? Kai pumpen, kann er sich den Hammer holen. Ne, Sprecherhammer. Nee, lass mal. Der ist zwar nett, aber die Kanone macht mehr Spaß. Die Weiche ist ja auch schon quasi da. Jaja. Obwohl, wird wahrscheinlich runtergezogen, ne? Wollen wir nicht noch vorher in die Goblin-Arena? Könnten wir. Können auch den Dungeon machen und danach die Arena. Ja, ich werde eh runtergezogen beim Dungeon. Also machen wir zuerst den Dungeon, würde ich sagen. Wir können ja denn, wenn wir die Arena gemacht haben, per Portal hochgehen, so ein bisschen wieder. Können wir machen. Ich meine, wir brauchen die ja Sunny kann doch von, Sunny kann doch von den Dungeon aus dem Portal setzen. Warum? Wir wollen doch noch zur Goblin-Arena nach ja, dem Dungeon. Ja, von dem Dungeon aus, Teleportal zu der Arena und dann können wir von dort aus wieder zurück. So, was für Schätze erwarten uns hier? Banditen warten auf uns. Königlicher Magier, Banditen, Piraten. Der Magier hat ordentlich Verteidigung. Was ist in diesem Anwesen los? Piraten, Banditen und Königliche? Na, oh, komm schon. Get him. Wasserspalter. Ah, du kannst ihn auch nach links und rechts stoßen. Wasserstoß links, Wasserstoß rechts. Abfahrt. Ach, ja, du bist übrigens dran. Ich glaube, du musst auf den mittleren zielen. Mit dem Wasserspalter. Nee. Ist das überhaupt AOE? Nee. Doch, Linie. Das ist AOE. Ja, der Wasserspalter. Aber, nee, ich habe das Gefühl, dass Kai, es trotzdem noch... Wie gefällt dir Damage mit der Kanone? Damage!
Wer braucht schon irgendwie ein Schild, ehrlich gesagt? Ich meine, ich laufe ja auch mit einem Schild rum, weil ich Einhandwaffen nutze, aber... Ich block dich noch mit der Kanone mit deiner Waffe. Oh shit. Der nicht. Aua! Das war irgendwo klar. Dafür kann man der Magier halt nichts anhaben. Ja, der versucht es ja nicht mal. Versucht doch wenigstens mich zu treffen. Oh, du kannst alle vier treffen! Kaboom! Kaboom! Hui! Boah! Flieg! Kann man eben einer den Banditen aufsammeln? Ich glaube, den habe ich irgendwo verloren. Oh, Gottes Willen! Da hast du auf den Deckel bekommen. Ih, das dann ist unangenehm. Wofür? Ich kann euch doch beide heilen. Stimmt. Ich nehme zuerst den gepanzerten Banditen aus, weil der sehr viel physische Verteidigung hat. Ich würde eher ihn deswegen raushauen, weil er in den Schaden gerade rausgedrückt hat. Hey, seine Waffe liegt hinter uns. Aufheben. Nee, also, ich bleib bei der goldenen Pistole. Alles gut. Kann ich vollkommen abziehen. Muss erst nachladen. Pistolenschlag. Ich hau dich kaputt. Gronk. Wobei, nee. Komm, ich will den Pistolenschlag mal sehen. Ich darf nicht mal provozieren. Oh, wow. Da wollte ich provozieren und nicht mal das darf ich. Das ist ein toter Marodeur. So, nach dem Kampf mache ich Gruppenheilung. Das war wichtig, Kai. Jetzt schütze ich mich mit meiner eigenen Vogelscheuche. Naja, er hat zwar gut Abwehr, aber du triffst trotzdem. Dem Dude kann ich nicht so viel anhören, dann würde ich den mal betäuben. Er hat nur 18 Abwehr und du machst 56 maximal. Du hättest ihn trotzdem schon sehr gut geschadet. Ja, aber ich glaube, er überlässt es eher hier der Pistole so ein bisschen Schaden zu drücken oder auch nicht. Welcher Pistole, Digga? Du kannst dich mal. Ich hab nur die Kugel wieder vergessen. Ich mach das aus dem Witzig. Wenn du eine Pistole benutzt. Ich bin halt etwas vergesslich. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller, Kai einfach zu boosten. Wieso? Deswegen habe ich ihn betäubt. Weil er kann wieder verkackt. So, mach ihn platt. Der hat einen doppelten Sideflip gemacht. Das war nicht nur ein Doppel, das war ein Triple Salto. Noch eine goldene Pistole. Ich nehme mal, du hast ja genau die gleichen Sachen. Hier, I guess, ja. Gib sie mir. Ja, genau die ich habe. Waffe. Er hat ja schon eine. Was? Ausweichen! Der ist nicht besser als seine derzeitige, also gib ihm. Egal, die. Let's go, mehr Crit-Chance und ausweichen. So. Das ist eigentlich cool. Kann ich mein Equipment jetzt theoretisch ändern? Sollte gehen, oder? Ja, kannst Kai, du. Kai, willst du dich auch nochmal heilen? Ich habe zwar gerade Gruppenheilung gemacht, aber... Ich hab ordentlich eingesteckt. Und meine Crit-Chance muss auch ziemlich hoch sein, an sich. Es ist ein schöner Stuhl da hinten. Ein Droide. Der Droide hat gar keine Abwehr. Shining, ich hab einfach 75 Ausweichen mit dir. Da du ja auch Gruppenausweichen hattest, soweit ich das mit... Ja, so ganz leicht. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass die beiden Magier das abwehren. Ich frag mich... Vor allem, ich find's auch lustig, dass wir einfach niemanden haben, der vorne steht jetzt. Ne? Kannst ja nach vorne gehen, du hast ein Schild. Ich hab gehört, der Druide ist jetzt tot. Ey, ich will zielen, danke. Das war abzusehen, dass die sich dahin bewegen. Was willst du von mir? Er will dich tanzen sehen. Ah, da steht der doof. Niedlich. Die blocken ich weiß einfach aus. Nur 13 Verteidigung. Get aim! Also ist halt so, Junge, die sollen halt wirklich mal aimen lernen. Kai, mach sie fertig.
Nevermind. Nö. Es macht halt mehr Sinn, Kai einfach zu boosten, als selber zu schießen. Das war zumindest gegen die Magier. Ich würde sagen, Shining, du solltest deinen Job nochmal überdenken. Das ist traurig. Mein Job ist es zu heilen, nicht zu treffen. Dein Schaden ist traurig. Mir ist egal, was ihr macht. Ich stehe hinter meiner Vogelscheuche, beschäftigt ihr die mal. Mit dem Warnschuss lässt du die nach hinten. Ah. Wenn würde ich den entzündenden Schuss machen. Ich hab gerade überlegt, ob ich vielleicht den mit mehr LP den Warnschuss reindrücke, dann kann Akaya gleich einen von den beiden töten. Obwohl, die greifen eh gerade gleich alle drei an, also ist egal. Außerdem bin ich eh direkt nach dir dran, also bevor die dran sind. Ja, jetzt kannst du die beiden hinrichten. Nachdem ich nachgeladen habe. So hat deine Pistole ausnahmsweise mal keine Ladehemmung diesmal? Weiß ich nicht. Guck mal rein, ob du eine Kugel drin hast. Nee, hab ich nicht. Mensch, Akaya, du hast die Kugeln vergessen. Ich glaube, ich hab keine Kugeln. Ach du Kacke. Junge, der hat ja gar nichts gemacht. Das kitzelt ja nur. Okay, und ich hab das irgendwie schon mal vorgestellt. Aua! Das hat weh getan. Autsch. Von dem Schaden merken wir. Vom Prinzip her können wir den beschützten Piraten auf jeden Fall ignorieren. Ich würde sagen, ich errichte einfach den einen Magier links hin, der stirbt sowieso am Feuer. Oder auch nicht. Ja, na gut. Der stirbt jetzt auch am Feuer. Also jetzt können wir uns auf den rechten konzentrieren. Der links, der stirbt jetzt sowieso. Auf jeden Fall sind die Gegner mit ihrem Schaden eine ziemliche Enttäuschung. Also an mir hat der Magen ja gerade eben 25 Damage gemacht. Ich rede auch nicht von dir, du hältst nichts aus. Du bist ein Healer, du bist nicht dazu gedacht zu tanken. Wie konnte er bitte diese Explosion ausweichen? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob er meine auch dodgen kann. Bestimmt. Nope. Kaboom! Du hättest auch einfach den Feuerschuss machen können. Der hat mindestens Kugeln in der Kanone. Diesmal vergesse ich meine Kugel nicht. Hier. Ich kann nicht mal pusten. Anscheinend geht das mit der nicht. Aber hier, diesmal vergesse ich sie nicht. Ich würde den Stab gerne haben. Same. Geld für alle. Monet. Und das war's auch schon. Master. Ich hab nix. Lohnt sich noch nicht. Ich hab auch kein Kraut, was ich einfach so wegschmeißen könnte jetzt gerade, um meinen Fokus wieder aufzufüllen. Hallo, Mr. Mimik. Wer will? Er mit dem Mais neben Kai aufmachen jetzt. Nee, ich kann mich selber heilen. Und ich hab immer Glück. 104. Eine Läuterschriftrolle nehme ich mal. Zu der Sache, du hast immer Glück. Akaya, wollen wir dich daran erinnern? An diese 5%? Hallo, das war auch Glück. Das war 1%, hallo? Und das war dann auch Glück. Ja, aber im negativen Bereich. Endlich hat er mal eine Bombe hergestellt. Nee. Wurde auch mal Zeit, du hast ewig nichts mehr hergestellt. Ein Alchemist, der keine Bomben macht. Ich dachte schon, du hast dein handwerkliches Geschick. Oh, um Gottes Willen, ich hab Angst. Der da hinten, der macht mir Angst. Sunny! Sunny, die haben physische Waffe, geh doch wieder auf deinen Stab und mach die frostig. Stimmt, hast recht. Vor allem das Tolle ist, ich sehe da einen mit einer dicken Wumme. Ja, vor dem habe ich ja Angst. Vor dem habe ich Angst, der macht wahrscheinlich übelst viel Schaden. Der macht wahrscheinlich übelst viel Damage. Wenn er genauso wie unsere Pistolen funktioniert, dann sollten wir nicht aneinander stehen. Ja, es funktioniert für unsere. Akai, eventuell wird so einen Schritt nach vorne gehen, damit wir nicht alle Gruppendamage bekommen. Ja, ich gehe ja gleich. Wenn ich gleich kann, dann mache ich meinen Schritt nach vorne. Der stirbt. Er hat einen Crit gelandet. Ja, er stirbt. Ich hab doch gesagt, er stirbt. Okay, der am gefährlichsten war, ist weg.
75 ausreichen, du reichst trotzdem nicht aus. Mach die weg! Ich finde das so genial, dass du mich einfach nur buffst, weil du selber keinen Schaden machst. Und wo sind meine Buffs? Du machst nicht so viel Schaden wie der. Hallo, ich mach auch Damage. Der macht das Doppelte. Da, guck, bei ihm gehen sie auch fliegen. 73. Kannst da hingehen, dann hast du deinen Damage-Boost. Ich hab ihn übers Bett hinausgeschossen. Kai, hättest du es nicht in mich rein platzieren können? Entschuldigung, ich kann ja leider nicht kontrollieren, wo es hingeht. Doch, das hast du zu kontrollieren. Ach, bleibt er doch stehen. Aua. Oh, ich sehe was Lustiges. Ich booste Kai, Kai geht auf das Angriffsfeld und dann zerstört er mal richtig. Immer den Marodeur außer Kai am besten, sonst. Ich hab ein bisschen Schiss, dass er gleich Scheiding angreift und dann ist eine Geschichte. Ja, wir können keinen beleben. Ich würde wirklich auf den Marodeur an deine Stelle gehen. Ich kann theoretisch beide rausnehmen, aber nur einen davon jetzt in einem Zug. Ich habe ja leider keine Bomben. Bitte geh nicht auf mich. Oh nein, Akaya. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe wieder die Kugel vergessen. Oh, er geht auf mich. Das ist besser. Ja, der hätte Shining fast gekillt. Shining etwas Gruppenheilung? Ich gehöre nicht zur Gruppe, so wie es aussieht. Nee. Du bist kein Mitglied der Gruppe. Kai? Vernichtung! Kabul! Und nehmen wir doch das Taktikfeld! Ach, er kann es aber nicht nutzen. Nein, du kannst es dann nicht nutzen. Stimmt. Er hat ja nichts für sekundäre Aktionen sonst noch. Du hättest doch einfach den Marodeur ausschalten können, das wäre einfacher gewesen. Ich treffe doch eh nicht! Kai auch nicht! Wir treffen alle nicht, kann ich damit festhalten. Okay, jetzt wird's langsam eklig. Wie gut, dass wir uns alle mit Gottes Bart eingedeckt haben. Dort nächstes ist der Bogenschütze dran, dann nehme ich den raus. Ja, am besten. Den Marodeur kann ich denn nochmal versuchen. So. Hoffentlich vergesse ich diesmal nicht die Kugeln. Vor allem, du lädst nach und hast trotzdem keine Kugel in der Kanone. Wow. Ach, ja! Ich kann auch keinen Fokus mit der benutzen. Guck mal, immerhin geht er auf mich. Oder versucht das zumindest. Mann, so geht das! Dann muss ich tatsächlich sagen, Akaya, dann bringt dir die Eispfeife gar nicht so sehr, wenn du auf der keinen Fokus nutzen kannst. Ich kann auf der Pistole keinen Fokus nutzen. Ja. Und du benutzt gerade eigentlich nur die Pistole, du benutzt gerade nichts anderes, also Nimm. Ja, nimm die ruhig. Geschwindigkeit Oh Junge, die sieht geil aus. Das ist actually ziemlich cool. Das Schockrückschuss, das klingt geil. Ich glaube, das ist halt nur wirklich für Bosse überhaupt was taugt, die Waffe. Bei Schock meintet ihr ja, sei ziemlich räudig. Ich nehme mal. Den nehme ich auch. Gut. Ach, jetzt sind wieder alle voll. Du brauchst keine Gruppenheilung. Ja, geile Kiste. Ist egal, wer sie öffnet. So, jetzt kriegen wir erstmal Geld für alle und Wissen. Ein Krieg war zum Saufen. Meins! Todesstrahl. Todesstrahl! Wo ist mein Bock? Ich will wieder über 100 Damage machen! Ach du heiliger Zauberstab. Ein Feld müsste er laufen, dann könnte er ein Portal rübersetzen. Jo, sofort. Goblin Arena, wir zerfetzen sie. Guck mal, es wäre auch nicht die Gruppe mitgezogen worden. Also wir mussten da dran stehen. Alle. Jetzt werden die Goblins verprügelt. Wer will? Ich will. Und wieder begibt sich ein Dummer in mein Versteck. Willst du mir einfach meinen Thron streitig machen? Mir? Dem Krötenschlechter? Dem Fleischer des Sumpfes? Waffen hoch, Dummkopf!
Jetzt wirst du zerteilt! Nee, der fällt sein Schwert. Der fällt sein Schwert. Explosion! Oh boy, oh boy! Oh boy, Junge! Oh boy! Ich hätte noch schneller gefunden, wäre es ein Crit. Den müsste Kai eigentlich mal die Defense klauen, dem Krötenschlechter. Wir müssten erstmal die Kameraden wegmachen. Der hat zu viele. Der muss mal treffen werden. Ich mach einfach einen Severe Sidestep und der trifft mich nicht. Ja, für weniger Schaden hätte ich lieber beide. Oder auch nicht. Da vergesse ich immer die Kugel bei den Feuerprojektilen. Tani, du hast übrigens Bomben. Das ist richtig. Kai, hast du Vertrauen in deine Kanonenkünste? Nein. Das war die richtige Antwort. Die richtige Antwort für den Fail. Nein, er hat ihm die Rüstung runtergeprügelt. Nein, hat er nicht, weil er dafür komplett treffen muss. Ja. Du musst dem Krötenschlechter die Rüstung bald mal runterprügeln, Kai. Bin gleich wieder da. Ja, mach. Du hast nicht auf Bewegen gedrückt, jetzt hast du auf Bewegen. Du könntest vom Prinzip her noch das Gras da unten wegsnicken, dass du mehr ausweichst. Oh, das habe ich ja auch noch, das Zeug. Das wäre hier, nicht verkehrt, du hast ja noch zwei Sekundäre. Das andere erhöht deinen Angriff. Das hier. Ich weigere mich aber gegen das Benommen. Aber willst du nicht zumindest das Gras fressen, dass du mehr ausweichst? Wäre nicht verkehrt bei dem Kampf. Ich meine, ist ja nur eine sekundäre Aktion. Oh, Kai. Wenn ich jetzt gleich nicht... Ich glaube an wenn dich. Wenn ich jetzt gleich nicht irgendwie erst nachladen muss, fresse ich mir auch nochmal das Zeug rein. Ich immer den mal kurz für ihn. Wenn er Fokus hätte, hätte ich da jetzt alles reingeballert. Hat getroffen. Die Genauigkeit des Todesstreits ist halt auch derbe gering. Das ist das Problem damit. Ich mach den hier mal. Der Todesstrahl ist halt fast 50-50, ob man den trifft. Ich hab's versucht. Er hat's versucht. Um Gottes Willen. Er hat's versucht und Sunny aufs Maul gehauen. Okay, ich muss nachladen. Das heißt, es wird dann doch nichts. Allzu viel kann ich eh nicht machen, also ich hoffe mal, dass es klappt. Nein, natürlich nicht. Okay, dabei habe ich doch schon durchaus gut Bewegung hier. Das hätte ich Sunny geben können, der ist sowieso immun gegen Fluch. Okay, einen habe ich rausgenommen. Den Krötenschlechter muss halt Sunny wegmachen. Wichtig wäre halt erstmal, dass er seine Kameraden verliert. Weil die greifen ja auch an. Ich würde hier gerne mein Schild noch anlegen, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Kannst ja nächste Runde. Oh genau, mach mal den Scharlatan weg. Oder Panzerknacker mit möglichst viel Fokus auf den Krötenschlechter. Dann könnte Sunny ihn safe vernichten, ja. Nee, dann könnte ich ihn direkt vernichten.
Die Wahrscheinlichkeit ist bei Sunny wesentlich höher. Jetzt kann ich den vernichten. Ich muss nur Kriten an. Wenn Sunny den low macht, dann kann ich ihn erst recht platt machen. Macht die Explosion extra da, bei der mehr Leben hat. So, jetzt brauchst du nur beide treffen. Das heißt, pack endlich mal die Munition rein. Wie es sich gehört. Und eventuell bewegt dich da weg. Du stehst mitten im... obwohl, du bist immun gegen Feuer. In der Tat. Jetzt erst gemerkt. Naja, das ist eigentlich relativ egal, was ich da jetzt nutze. Aber ich muss halt den angreifen, weil sonst kriege ich den nicht tot. Der hat sonst zu viel Defense. Wenn du den jetzt hinten einen Schuss machst... Okay, der ist RIP. Muss ich übernehmen. Das war der König dieser verdammten Arena. Und jetzt bin ich nichts mehr wert, wie Schlamm von gestern. Ich flehe nicht, aber ich habe Talente, die ich anbieten kann. Wer weiß, vielleicht ist der Fleischer des stumpfen Sumpfes ja die Klinge, die du auf deinem Abenteuer brauchst. Ja, ich habe jetzt einen Begleiter. Ich habe ihn ja platt gemacht. Nee, ich habe ihn. Warum? Ich habe ihn platt gemacht. Weil ich wahrscheinlich initiiert habe. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt sollen wir noch der Ureiche helfen. Taktik, Feuerspalten, Feuerstreich. Wir haben einen sehr guten Verbündeten. Schaden. Der hat 62 Angriff. Das hat sich gelohnt. Jetzt haben wir einen finalen Unterstützer für den Kampf gegen die Ureiche. Hallo, du hättest doch wenigstens ein Portal hinhauen können. Ich hab ja keins. Womit soll ich ein Portal setzen, wenn ich kein Portal habe? Eins aus Mut zaubern wie Houdini. Du kannst ja auf jeden Fall den Söldner dort eigentlich kaufen. Ein Verbündeter ist ein Verbündeter. Und einer mehr, der den Schaden für uns fressen kann. Dadurch, dass das jetzt der Boss ist, kann ich das eigentlich... Nevermind, es gibt so wenig, das behalte ich denn einfach. Also den Söldner, den kannst du dir kaufen. Den will ich mir jetzt auch erstmal holen. Der unterstützt uns dann ja zumindest beim Boss. Für 6 Runden zumindest. Ein Verbündeter ist ein Verbündeter. Außerdem müssten wir so oder so mal ab und zu mal ein paar von denen kaufen, allein schon für die Erfolge. Und ich glaube, so schaltet man auch mehr von denen frei. Aber leider kann ich hier jetzt nichts mehr auffüllen. Mit anderen Worten, was habe ich für Kraut? Du hast noch zwei Gold. Du hast noch Goldwurzeln. Ja, aber damit würde ich 5 regenerieren und das brauche ich nun wirklich nicht. Also 5 Fokus brauche ich jetzt gerade definitiv nicht. Naja, ich komme dort eh nicht zu euch hin, bis das vorbei ist. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch Kai dazu treten, noch einen Begleiter zu holen. Der hat seine Vogelscheuche, das ist sein Begleiter. Egal, ich will, dass permanent das ganze Feld voll ist. Das ist dann richtig viel Damage, was wir denn raushauen. Kai will auf jeden Fall vorher nochmal heilen. Ja. Du kriegst ja sowieso einen Fokus dann. 2 Fokus kriegt er. Da war nichts, das ist der falsche. Da ist eine Drachenklinge. Der Name klingt cool, aber wahrscheinlich ziemlich scheiße. Ja, war Schlecht scheiße. Erklärt, dass ich sowieso schon in der Tasche habe. Ja, ich wüsste an sich aber eigentlich. Was. Ah, das ist ein Schleim. Könntest Wanderheiler, nö, brauche ich nicht. Vom Prinzip her kannst du eigentlich Runde beenden und wir laufen einfach weiter. Oder ich renne einfach mal hier so ein bisschen in die Richtung. Ja, der Typ ist aus dem Weg. Du musst also nicht prügeln. So, die Ureiche.
Dieser Baum ist wahrscheinlich das älteste und größte Lebewesen im Farul. Etwas, das einen demütig stimmen sollte. Ist ein Dungeon. Vor allem finde ich es einfach traurig, dass Sunny wirklich die einzige Person ist, die von uns Level 8 ist. Der erste Raum erstmal eine Kiste? So muss doch. Ich hätte es jetzt eigentlich sogar für logisch gefunden, wäre das... Angriffsschaden, ja. Vom Prinzip her könnte ich die fette Flüche eigentlich mal verteilen. Ausweichen! Ein ja, Ausweichen mehr. Ja, und aber auch mehr Widerstand. Und Geschwindigkeit. Deine Rüstung sinkt, ne? Ich sag's dir nur. Egal. Das ist auf jeden Fall besser fürs Honey. Ja. Das ist ein besseres Set fürs Honey. Ich hab nochmal einen Sieger rausgefunden. Aber, Jürgen, da ist halt einfach der Dude mit dem krassen Schwert vor uns, ey. Der tankt. Jetzt wird ausgeteilt. In der Tat, vor allem der hält halt auch mega. Junge, guck mal, wie viel Rüstung der Krötenschlechter einfach hat sogar. Der hat einfach den Rüstungswert genommen. Ja, Junge, du bist eh OP. Hui! Die beiden können auch Schaden machen. Der muss ordentlich Schaden machen, wenn er dem Krötenschlechter trotzdem 4 Schaden gedrückt hat, obwohl er so viel Defense hat. Das siehst du, der tankt. Mit dem Stoß stupst du die zur Seite, ne? Der Wasserspalter ist der, der mehrere trifft. Das ist mir schon klar. Ich will versuchen, den nach rechts zu kicken. Er ist nach hinten gekickt worden. Oder ich töte ihn halt direkt. Du beschützt deinen Kameraden auch, ne? Der steht hinter dir, den du gekauft hast. Ja, aber ich halt die Peitsche habe, was eine Nahkampfwaffe ist, und ich deswegen vorne stehe. Es ist gut, dass wir die dabei haben. Die machen wenigstens extra Schaden. Ich treffe eh nicht. Die Peitsche ist die Nahkampfwaffe, die auch Fernkampf kann. Den kannst du nicht betäuben. Ja, aber Frosten. Ich hab so einen tollen Tuten bei mir. Es hat sich gelohnt, in die Arena zu gehen. Vor allem, wir haben halt so viele Begleiter hier einfach auf dem Feld. Es gibt ein einziges Feld, wo nix ist. Und das ist genau hinter Kai, welches eines der zwei Felder Danke! Ist, die überhaupt heiligt werden. Der hat einen gerade gewonnen. Bin wieder da, wo haben wir die Sunny, guck mal das Feld an. Du hast, wir sind ja eh zum Boss gegangen, da haben wir das Restgeld genutzt und einfach in den beiden Städten, wo wir in der Nähe waren, die Begleiter zu kaufen. Oh, und als wir den Krötenschlechter besiegt haben, hat er sich uns angeschlossen. Das ist jetzt meiner. Deswegen haben wir jetzt den überkrassen Dude, der einfach so nochmal 2 Köpfe größer ist als unser Tank, mit dem überkrassen Schwert. Ich hätte trotzdem gerne das Schwert gehabt. Das glaube ich dir. Das ist jetzt mein neuer großer Bruder, der beschützt mich. Onisammer? Ja. Nissan? Der beschützt mich. Weil, wie gesagt, wir sind eh beim Boss des Kapitels. Nachdem wird es vorbei sein, das Kapitel. Da kann man das Geld ja ruhig für die nutzen. Ja, klar. Eventuell willst du dich hinter Kai stellen. Hinter Akaya. Hm? Deiner ist Hanna. Die Tussi mit dem Stab. Ah. Die vor mir steht. Ich hätte doch meinen ganzen Fokus reinprügeln sollen in die Peitsche. Mein Buddy beschützt dich. Nee, nicht wirklich. Die gehen trotzdem durch. Ich werde die Ratte Death Rain. Kai ist halt der Einzige, der keinen Begleiter hat. Er hat seine Vogelscheuche. Oh, der Rappe. Einigen? Ja. Wo bleibt mein Boost? Ich will die Over Death Rain. Du triffst doch eh nicht. Er hat Fokus. Mach die weg! Ja. Er hat sogar AOE. Der ist ja mal mega OP. Vor allem ist das kein Radius AOE, sondern ein Flächen AOE.
wenn ich das richtig Dingen, gesehen. Der Unterschied zwischen den Krötenstechern und den anderen beiden ist, der läuft nicht ab von den Runden her. Der bleibt, bis er tot ist. Naja, meiner stirbt ja nicht. Der stellt sich immer hinter irgendeinen Tank. Der läuft aber mit der Zeit ab, weil der hat eine begrenzte Rundenzahl. Das ist zwar unnötig, aber du kannst es versuchen, wenn du willst. Was hack ich jetzt weg? Den Goblin oder den Ghoul? Also den Grobian, den kriegst du nicht weg. Den Grobian, den musst du perfekt treffen. Ach, dann hack ich dem Ghoul in den Schädel ab. Vielleicht treffen unsere Begleiter ja den Grobian. Ja, wir haben einige Züge dort oben. Hat sich gelohnt, die zu kaufen. Mein Wizzo hat direkt schon getroffen. Ich wechsle jetzt erstmal wieder auf die goldene Pistole, damit es leichter zu treffen. Du müsstest ja okay, dann Pistolenschlag, komm! Wir wollen den mal sehen. Das macht keinen Hemmel. Du kannst sie betäuben. Bonk. Da blutet wer. Und Sunny blutet. Wenn du treffst, sind 110. Und jetzt kackst du den letzten rein. Es wäre so eklig. Obliterate. Aber das hättest du eigentlich eher für den Boss aufheben sollen. In der Tat. Du What bist nämlich nicht so wie ich, dass du dir einfach permanent Fokus wiederholen kannst. Du kannst die ruhig What? Nutzen, ne? Sunny, du hast Immunität gegen Fluch. Stimmt. Ja, aber das bringt halt nur, wenn man kurz vor tot ist. Was macht On Guard? Blocken. Komplett blocken. Ja, das. Oh. Wir kommen gleich zum Boss, ne? Ach, Kai will das Schwert sich angucken. Nee, ich will mir nur kurz angucken, dass hier war. Ach, fetter Fluch, okay. Sicher, dass jetzt der Boss als nächstes schon kommt? Also, hier ist unbekannt und danach ist ja wieder ein Kampfraum. Also, sofern nicht eine zweite Ebene kommt, kommt dann der Boss. Hi, er hat einen Job. Das sieht nach Boss aus. Obwohl, warte. Oh, ich wollte die Tür jetzt einschlagen. Es wäre auf jeden Fall der absolut geilere Move, um in den Bossraum zu kommen. Einfach die Tür einprügeln. Ey, wir haben deinen Haustürschlüssel gefunden. Glaub du Sohn. Okay, Das ist nicht Boss. Oh nö, nee. Das sind zwei von diesen Pennern, die ausweichen perfekt haben. Wie gut, dass ich auf meine Pistole gewechselt habe. Ah, ich habe zwei verfehlt und mache immer noch über 50 Damage. Oh, deiner macht einen Gruppenangriff. Oh. Nein, macht er nicht. Er hat zumindest versucht. Das wird auf seinem Grabstein stehen, wenn ich ihn umgelegt habe. Er hat's versucht. Kai, möchtest du mir eine Vogelscheuche schenken? Möchtest du Kai eine Vogelscheuche schenken, meinte ich. Kann es versuchen, aber ich kann nichts garantieren. Du könntest mir theoretisch Angriff schenken, dann hätte ich mehr Schaden an den Impf. Ich wollte erstmal den einen ausschalten. Ich werde treffen. Nein, wirst du nicht. Ich werde treffen und wenn es das letzte ist. Die mögen deinen Rezo nicht. Die mögen meinen Rezo nicht. Der hat zu viel Wiz. Ich glaube auch. Nein. Das Spalten wäre schön. Wäre schon geil gewesen. Ah, das königliche Schwert ist kacke. Aber es sieht gut aus. Das sieht echt cool aus, ja. Aus, für die Chaos-Angriffe, warum nicht? Was? Naja, ich habe ja auch noch einen Chaos-Bogen. Apropos Chaos-Bogen, von dem wollte ich eigentlich den Schaden nochmal angucken, nachdem wir jetzt noch einen Chaos verloren haben. Er kann treffen. Erstmal gespalten. Mach den Grobian weg. Du hast so eine geringe Chance, den Imp zu treffen. Strahl. Komm, Rezo. Go. Mein Rezo hat ihn weggewischt. Wild. Was? Ach, Level up. Ja, du hast ja, Eureka, dann wird dein Fokus ja komplett aufgefüllt. Ja, wie gut, dass ich halt kein Ding ins reingeprügelt habe. Wie gut, dass ich mir kein Goldteil da reingeworfen habe.
Wir hätten auch einen Zunderbeutel nutzen können, ja. Hätten wir das gebraucht? Hätte uns alles aufgefüllt, aber ich glaube, nee, momentan wäre es echt useless gewesen. Nee, aktuell wäre es einfach nur ein bisschen Fokus bei euch beiden halt. Tani jetzt minimal geheilt. Ah! Aua! Der hat mir das Damage gemacht. Warte mal, kann ich auch ihn verbessern? Oh oh. Oh oh, der macht Damage. Oh ja! Oh boy, oh boy. Mach den weg! Das war mein Lenkfell im Hund. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal meine Rüstung wieder ändern. Der kann Zockenfelder machen! Aber der Krötenschlechter macht immer noch weniger Schaden als ich mit meinem Death Ray. Leute, der hat ein Taktikfeld noch gemacht, der kann die Boosterfelder machen, der Krötenschlechter. Der hat dieselbe Fähigkeit wie Kai. Kai, der hat jemand den Job geklaut. Der Krötenschlechter ist Kai in besser. Ach, das Schwert ist ein Zweihänder, okay. Das ist gut zu wissen. Das Großschwert ist ein Zweihänder und das königliche Schwert ist ein Einhänder. Okay. Das königliche Schwert ist leicht besser als deine Axt im Angriff, aber ansonsten. Scharlatan. Oder den Imp. Der Imp ist als nächstes dran. Ja, in der Tat. Und weg. Oh, Riss, nimmt es auch. Ja, und er killt ihn damit nicht mal. Nope. Enttäuschung. Er versucht. Peitscht den Scharlatan aus, los. Das ist Kaya, peitscht ihn aus. Ja komm, FSK 18. Ich muss aber gleich nochmal irgendwie gucken, welches Rüstungsteil mir nochmal Verbrennungsschutz gegeben hat. Meins. Das war nämlich nicht schön, da verbrannt zu werden. Bringt keinem von uns was. Und das ist eigentlich auch egal, weil wir ihn. Das. Ich würde es gerne. Ich würde es gerne dem Krötenschlechter geben. Bin ich ehrlich. Ich glaube, das Teil hast du verkauft. Nee, hier der Goldfeuerring war's. Das hast du für die 4 Angriffsschaden. Ja, ich glaube, ich nehme den Ring einfach mal wieder rein. Und eventuell den Rock. Rock war schlechter im Ausweichen als dann der derzeitige. Ja, aber LP-Regeneration kann helfen. Das ist richtig. Mal gucken, was ist der nächste Raum? Ach, der Heilbrunnen. Wer braucht's gerade? Akaya am ehesten. In der Tat, das braucht definitiv ich. Man kann nicht investieren. Zieh mir, bevor wir weitergehen. Okay. Was wolltest du? Ich wollte den Schild und die Axt wieder anziehen. Ach so. Ich fände es so schön, könnte er vielleicht auch noch das Feld hinter sich verteidigen, dann wäre er einfach der ultimative Buddy. Ja, aber dafür brauchst du ein Schild. Der Typ ist einfach so schon krass. Und da ich ihn auch noch boosten kann, ist noch, geht noch mal ein paar Schritte höher. Naja, und man kann den auch heilen. Akaya, danke, dass du mich beschützt übrigens. Ich muss die Peitsche wieder rausnehmen. Ich kann nicht mal damit zwischendrin angreifen. Mann, warum? Kannst sie nass machen und die Resistenzen wegnehmen. Nee, kann ich nicht. Auch nur, wenn er richtig trifft. Wenigstens trifft er mal. Da braucht er keine Munition, die er eh nie findet. Das ist gemein. Das ist gemein. Shining, guck dir mal den Rucksack an, den ich auf dem Rücken habe. Dann weißt du, warum ich sie nicht finde. Das sind halt kleine Bleikugeln. Das bin ich. Mach Schaden, mein Buddy. Mach mich stolz! Er rasiert jetzt gleich die hintere Reihe weg. Oder auch nicht. Der macht den Meuchler jetzt weg. Wie viel Damage macht der?
Ah, okay, der Gruppenangriff, der macht auch mal recht wenig. Weil der andere Hieber hat eben 77 Augen gemacht. Das war der Spalter, der hat auf das mittlere Feld gezielt und hat macht dann auf der Seite nur einen halben Schaden. Warum hat er nicht direkt auf den Meuchler gezielt? Weil er dumm ist. Du kannst spalten. Dann kannst du, glaube ich, den Meuchler treffen und den Grovian. Nö, und doch, die stehen in einer Reihe. Du kannst den Meuchler so umbringen und dem anderen noch ein bisschen Damage drücken, wenn es klappt. Das hat zu klappen. Tschüss. Ich finde, es hat sich gelohnt, die zu kaufen. Ja. Ich wechsle jetzt wieder auf meine Kanone. Beziehungsweise auf meine Pistole, die ist immer noch irgendwie mein treuer Begleiter. Wenn sie jetzt wieder verpufft, lache ich dich aus. Diesmal habe ich die Kugel nicht vergessen. Das hat sie letzten 5 Mal auch gesagt. Und noch ein Levelaufstieg für jemanden. Wir scheinen. Ja, wieder was zum kaputt machen. Stech sie ab. Stech sie ab. Warte. Können wir die Tür überhaupt aufschließen? Nee, können wir nicht. Wir haben keinen Dietrich mehr. Nee, das ist gar nicht vom Dietrich abhängig. Guck, da ist ein anderes Symbol. Irgendein Quest-Item hätte man irgendwo finden können. Oh, okay. Ach du Heilige, das sind ja noch einige Bereiche. Ich glaube, wenn wir durch die Tür gegangen wären, wären wir eventuell sogar direkt beim Boss gelandet. Ja, das wäre wahrscheinlich der Clou gewesen. Wenn wir das Quest-Item gehabt hätten, dann wären wir instant beim Boss. Aber so müssen wir halt einen riesen Umweg nehmen. Hat natürlich den Vorteil, dass wir noch XP sammeln können. Ja, aber es hat auch den Nachteil, dass wir eventuell keine Ressourcen mehr haben. Da ist Cthulhu! Cthulhu muss sterben! Um Gottes Willen hat der viel magische Abwehr. Den muss auf jeden Fall entweder Kai oder der Krötenschlechter machen. Den müssen Kai, Krötenschlechter und ich machen. Geh auf die Angst! Geh auf die Angst! Guck mal, wie viel physische Abwehr der hat. Ja, ich sehe es gerade. Die Angst, die können wir nicht machen. Oh ja, komm, triff. Ja, er macht die Angst weg. Jetzt sehr schöner AOE. Der kackt rein. Und der verfehlt. Gut, dass der nicht passt. Ja. Wäre böse gewesen. Aber Kai, du wurdest wirklich abgelöst. Du wirst jetzt nicht mehr gebufft. Der macht ja viel mehr Schaden als jeder andere von uns. Natürlich buff ich ihn. RIP Kai. Oh, fuck. Okay, jetzt müssen wir ohne Kai irgendwie überleben. Wir haben keinen Revive mehr, das ist sehr schlecht. Ja, in der Tat. Wir rechnen doch damit, dass Kai... irgendwie ohne Kai überleben. Unsere Vogelscheuchen. Ich kann das sogar forcen. Kai kann jetzt eigentlich kurz auf Toilette, wenn er will. Nicht nur kurz. Der Kai ist ganz lange auf Toilette. Wir können die halt leider nicht beleben, ist das Ding. Sani? Da könnt ihr dazu etwas trinken, noch mehr neue Schokolade holen. Wer ist als nächstes dran? Der Grovian oder der Hexen? Der Sunny hat... Der Grovian ist als nächstes dran. Sunny hat so einen richtigen Todeswunsch gerade, Du kannst die Explosion ruhig auf ihn richten, dann kriegt der Geist dort wenigstens auch ein bisschen was. Ja. Krieg ich den Goblin-Grubian damit auch gekillt? Nein, das wäre nur eine Hälfte von 55. Niedlich. 3 Damage, Sunny. Halt nichts, das ist halt nichts. Ach du Scheiße. Das ist... Wie gut, dass wir uns vorher die Mobs geholt haben. Ich darf mich nicht bewegen. Ja, endlich habe ich auch mal wieder einen Buff bekommen. Mach den Lord weg. Oh, hell no. Was versucht er da? Ich will es nicht rausfinden. Ich wollte es auch nicht herausfinden. Zum Glück sind das beides Chars, die mir nichts wirklich können. Ich glaube, ich mache nach dem Kampf eine Gruppenheilung. Ja, wäre ganz nice, glaube ich. Mit der Explosion auf den Geistlord, würde ich sagen. Dafür habe ich dich geboostet, damit du den wegmachst. Ja, und ich enttäusche dich auch nicht. Zur Abwechslung.
Naja, das hat mich, da habe ich auch einen Fokus für bezahlt. Alles brennt gleich. Ja, die ganze Arena brennt. Leute, wir sind immer noch in dem Baum, macht nicht so viel Feuer. Doch, immer. Magischer Schaden, okay. Sunny, willst du noch mehr Damage machen? Ich versuch's nicht mehr. Ich wollte bei Sunny die Werte gucken. Nee, ist schlechter. Vom Schaden her an der sich, hat einen Fokus nee. Dann weniger. Und der Schaden würde nur um einsteigen, nee, weil er 3 plus Intelligenz hätte. Er kriegt einen Fokus mehr. Intelligenz ist nicht gleich Schaden, glaube ich. Außerdem kriegt er einen Fokus mehr und nicht einen weniger. Okay, nee, 8 ist Limit. Höher geht nicht. Nee, bei RK macht das keinen Sinn mit der Pistole. Dann nimm du das, dann kannst du einen zweiten Laser feuern. Zur Not. Ach du Heilige, das ist Damage. Ach, wir müssen... Ja, Kai kriegst du damit trotzdem nicht mehr, ja, wieder belebt. Wir müssen ihn leider zurücklassen. Vielleicht können wir ihn mit ihm beleben. Gut beschichtete Pfeife gibt Rüstung. Die ist teuer. Oh, Junge, nimm mal den ganzen Gottesbart mit. Ja, den kaufe ich auf jeden Fall. Davon. Das werden wir brauchen. Ach, Sunny hat den. Tante Nessel wäre für mich, glaube ich, ganz praktisch. Gib die mal zu mir rüber, ne? Ja. Tanzende Nessel wäre für mich, glaube ich, ganz praktisch. Goldene Pistole, die ist wahrscheinlich genauso wie meine aktuelle. 2 magischer Schaden und Immunität gegen Fluch. Wie viel? Ja, ist genau die gleiche. Den großen Feuerstab, den gönne ich mir mal, weil ich brauche unbedingt ein Damage-Upgrade. Wie steht's um das Schild, was da ist? Ja, nehme ich. Ausweichen. Ist ein besseres Schild. Ist ein Upgrade zu meinem Schild. Und zwar ein genaues Upgrade. Keine bessere Pistole. Crit-Chance, okay. Nur die Robe. Das ist die Seemannshandschuhe geben so krass Crit-Chance. Das ist eine Hemd, ist richtig geil. Das wäre halt an sich richtig gut für mich, wenn ich nicht auf Ausweichen gehe. Ich gebe das Geld jetzt nochmal weiter, dann brauchen wir nicht umswitchen. Wir haben 4-stellig erreicht, ey. So. Die gute Eilpfeife bräuchte ich vom Prinzip her definitiv nicht mehr. Also würde ich mir die hier eine dieser Pfeifen auf jeden Fall gönnen. Die Frage ist, welche von beiden? Ich würde die für die Rüstung nehmen wollen. Rüstung braucht Sunny, Widerstand ist eigentlich relativ egal. Ich würde mir die Schutzpfeife nehmen und die gut beschichtete würde ich Sunny geben. Ja, weil Sunny hat halt viel Widerstand, aber keine physische Verteidigung, basically. Magier, was erwartest du? So, und die können wir verkaufen. Jetzt rauchst du einfach das ganze Kraut. Warte, kannst du mir dein Gold geben? Ich würde das glaube ich irgendwie noch an Intelligenz kommen, an 5 Intelligenz. Ich glaube nicht, dass wir noch genug haben, um dich auf 100 Intelligenz hochzukriegen. Womit denn überhaupt? Mit nix, weil der Händler verkauft nix, was Intelligenz gibt. Das ist magischer Schaden. Und Immunität gegen Fluch hast du sowieso schon. Ich gebe dir mal das Eisengeist für den Notfall mit. Kai hat Spaß gemacht, deine Leiche zu plündern. Warte mal. Ach, das Geld darf man nicht. Doch, darf man. Was habe ich eigentlich noch? Ich wollte eigentlich noch mal gucken, was ich für Kraut gerade darf, was ich jetzt eventuell noch hätte fressen können für Fokus. Ja, nur den einen Fokus Trank halt. Geht jetzt einfach alle sterben und schließt euch mir im Tod an. Nee, wir kommen nicht im Reich der Schatten. Da kannst du alleine schimmeln. Er ist mad, weil wir ihn gerade geplündert haben. So gesehen. Naja, damit muss man rechnen, wenn man stirbt. Ja, wir müssen das. Es ist halt besser so, als wenn es auf der Bank liegt, die keiner nutzen kann. Ich meine, nicht mal der Tod ist umsonst, also. Unterbrochen, Gruppe. Ach, ich kann die alle eine Runde zurücksetzen. Ja, mach. Geht alle nach hinten.
Das ist doch Mobbing, ey. Jetzt hast du ein riesiges Inventar. Kai, da ist Rüstung für dich. Wir können dir Rüstung geben. Schnauze! Oh, gib mir! Wir haben eine Kanone für dich, Kai. Jetzt wollt ihr mich aber auch echt ärgern, oder? Oh, Kraut! Ja, aber keins, dass man frisst. Genau jetzt, wo Kai tot ist, kriegen wir nochmal die richtig krasse Kanone geschenkt. Ja, und jetzt gibt's gleich... Jetzt hätten wir dich gebrauchen können, Kai. Zum Glück hat hier noch einen, Dietrich. Ja, nee, Dietrich, also einschlagen ist nicht. Ich wollte eigentlich hier so einen mega geilen Boss-Entry machen, aber unser Türeneinreißer ist ja verreckt. Oh, um Gottes Willen, das ganze Feld ist voll. Der Moorsäufer war, glaube ich, Kai. Ich glaube, der hat jetzt keinen Bock mehr. Der hat aber keine Lust mehr. Der fühlt sich vom Spiel gemobbt. Du magst es zwar bis hierher geschafft haben, aber glaub ja nicht, dass du mich aufhalten könntest. Die Macht dieses Steins ist ohnegleichen und damit werde ich dich zermalmen. Bereite dich auf deinen Untergang vor. Der sieht für mich aus, als hätte der magische Verteidigung. Wir wissen doch alle, dass du diesen Stein nicht alleine gefunden hast. Warte uns doch einfach, wo du ihn her hast. Und glaub ja nicht, dass du vor uns Geheimnisse haben könntest. Wir werden alles herausfinden und dich davon abhalten, noch mehr Unheil im Wald zu stiften. Glaubst du, dass ich den magischen Stein durch Zufall gefunden hätte? Nein, es war das Schicksal, das uns zusammengeführt hat. Er hat mich als seinen rechtmäßigen Besitzer erkoren. Mit seiner Macht werde ich jeden vernichten, der meine Herrschaft über diesen Wald in Frage stellt. Oh. Dann hat er ganze 6 Leute zu besiegen. Naja, gut, er ist von einem großen strahlenden Wagen gefallen. Keine Ahnung, wo der herkam. Interessiert mich auch nicht. Jetzt gehört er mir und ich werde euch töten. Sunny, vergiss nicht, dass du Bomben hast. Ich weiß. Uiuiui, hat der Leben. Ui, viel Spaß. Zum Glück haben wir Gruppenschläger. Jetzt könntest du auf jeden Fall auch gleich deinen Fokus einmal erhöhen. Aber ich würde erst die Bombe werfen. Vor allem, wo sie die Resistenzen wegnehmen kann. Auf jeden Fall auf den Moorsäufer. Ja, der Moorsäufer wäre ganz nice. Keine Resistenzen mehr. Achtung, und jetzt ist er immun gegen Nass. Ja, so viele weg wie möglich erstmal. Wir haben so eine riesen Truppe da. Wenn du auf den Scharlatinen oder den Scharfschützen zielst, tötest du safe jemanden. Obwohl, bei einem Scharfschützen reicht es, wenn du jemanden daneben triffst. Wir einen schon mal los. Den einen Goblin, den kann ich wegmachen, wenn ich jetzt dran bin. Und das bin ich. Kannst sogar beide wegmachen. Ja, aber ich mache erstmal das hier. Die Kanone bringt bei dir nicht sonderlich viel. Du stehst übrigens ja hinten. Ja, und ich habe 2 Aktionen. So, nix Enttäuschung. Enttäuschung. Okay, der hat nicht genug Schaden genommen. Okay, da kann einer heilen. Ach du Scheiße, heilt der viel. Okay, wenn jemand knapp vom Tod ist, sollten wir ihn auch finishen, weil der heilt die sonst. Aber ich glaube, das wird dann auch das meiste sein, was der tut. Weil das war der Boss, der das gemacht hat. Wir brauchen sehr starken Single-Target-Damage. Sunny. Du hast gerufen? Ne, wir brauchen sehr starken Gruppenschaden. Den hätte ich. Mein Gruppenschaden ist stärker. Du hast 28, er hat 50. Mein Schaden wird aber nicht schwächer durch die Gegner, die ich sonst treffe, glaube ich, außen herum. Ich glaube, mein Schaden war gleich. Der ist schon mal weg. Da hast du deinen Schadensfeld. Okay, ich gehe wieder nach hinten. Da hast du deinen Schadensboost.
Naja, unwahrscheinlich. Wobei, nee, Hanna kann nicht nach hinten gehen. Dann kann er sie es nicht angreifen. Verdammt ist Gendern kompliziert. Deswegen wird sich nie durchsetzen. So, 65. Einer ist wieder weg. Ja, wir müssen alles so gut wie möglich tot bekommen. Du könntest mit der Pistole eventuell zwischen die zwei zielen und dann kannst du beide killen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die Pistole nachgeladen habe, ist das Problem. Das zeigt schon. Das kann man ja auch nicht sehen. Okay, ist nachgeladen. Dann kann ich tatsächlich nach hinten gehen. 46, ich das würde definitiv beide umbringen. Ich würde aber, glaube ich, einfach auf Nummer sicher gehen. Die Wahrscheinlichkeit, damit zu treffen, ist höher als damit zu treffen. Aber mit den... Und das sollte reichen. So, damit haben wir nur noch drei vor uns. Das ist schon mal ein riesiger Segen. Ja, der heilt echt nur seine Kameraden. Und jetzt, wenn wir alle seine Kameraden tot haben, ist der übel OP vom Schaden her. Ich sehe es kommen. Ich warte nur darauf, dass er einen neuen Kameraden ruft, ey, um ehrlich zu sein. Das hoffe ich nicht, dass er das macht. Das wäre räudig. Das wäre inakzeptabel. Magische Abwehr! Warum? Ach ja, wegen dem Feld stehst du vor mir. Die haben hauptsächlich... Komm, hau den Schaden raus. Hau die weg. Ich hoffe, das Feld bleibt da. Ja, er weiß, was er tut. Okay, und jetzt haben wir auch. Nur noch ihn. Und jetzt spawnt er Neues. Todesstrahl, nutzt den plus einen Zug. Du hast das auf der zweiten Seite, was du suchst. Nein, und jetzt prügel ihn zwei Todesstrahle in die Fresse. Dieser Damage. Mensch. Der hat beide Abwehr gleich. Komplett durch. Wenn jetzt einer von dem... schade. Wenn wenigstens einer komplett durchgegangen wäre, das wäre so viel Damage. Oh ja. Ich mache jetzt das. Egal, ob ich benommen werde. Mehr Damage. Ist tatsächlich jetzt auch ordentlich Damage. Ist tatsächlich gerade nicht verkehrt, auf den Damage zu gehen, so viel Leben wie der hat. Wow, diese ganze Vorbereitung für nix. Und schon wieder die Sparmunition. Ich darf halt nicht versuchen, Feuer zu machen. Aber immerhin kann er nicht treffen. Ich hätte den Hit nicht gerne getankt. Der hätte mich, glaube ich, gekillt. Das sagt mir mein Instinkt. Hab's versucht. Guck, du hast auch den Sparbuff aktiviert. Kai ist, glaube ich, auf Kai. Entschuldigung, gegangen. Dass ich nicht aufpasse. Ihr spürt meine Macht. Fürchtet mich. Was macht er da? Aua. Keine Ahnung, ich bin ausgewichen. Der hat Elemente auf uns verabregnen lassen. Zufällige ja, offenbar. Das war unnötig. Das eine ist dort das Nervigste. Also das mit Blitz. Ein ja. Schockfeld, ein Blitz, ein Eisfeld und zwei Verwirrfeld. Ich kann auf das Blitzfeld ruhig raufgehen, ich habe Immunität dagegen. Ja, ich müsste denn einen nach vorne gehen. Aber ich bin vor dir dran, ist das Problem. Ach, komm schon. Du könntest in der Theorie auch aufs Blitzfeld gehen, du bist auch dagegen immun. Oh, stimmt. Sehe ich gerade. Und ich habe auch zwei Aktionen, also kann ich das definitiv machen. So, jetzt wird nicht die Sparmunition ausgewählt.
Ach du Kacke, das tut weh, glaube ich. Ja. Ja, er hat Sunny trotz seiner hohen Resistenz 30 Schaden gedrückt. Ich glaube, der Schaden ist festgelegt, den er macht. Ja, das sah nach Fixschaden aus, weil er allem 30 Schaden gemacht hat. Ja, vor allem der Krötenschlechter hat genauso viel Schaden genommen wie du, obwohl du deutlich mehr Resistenz hast gegen magischen Schaden. Ja. Ich bin tot. Ich meint nicht. Buff mich! Ich buff den Nahkämpfer! Ich bin auch Nahkämpfer! Er ist als nächstes dran! Weil der genauso viel hat. Nein, warum den Angriff? Ich hab doch gesagt, buff mich, ich hätte mehr Damage gemacht. Oder mich. Mich hättest du auch gut buffen können. So, ich überlasse jetzt nichts dem Zufall. Das nennt man dann Overkill. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Krepier. Ich hatte euch fast erwischt. Ich glaube, ich habe mir was gezerrt. Ausreden! Ich hätte mir Konditionstraining machen sollen. Er ist eingeschlafen. Genau und wie Kai. Für den nächsten Stream spiele ich einen auf Holzfäller. Dass ich wahrscheinlich keinen einzigen Baum fällen werde. Fantastisch, damit haben wir nicht nur unsere Freundschaft bewiesen, sondern nebenbei noch die Bürger von Farul gerettet. Der König würde sicherlich hochzufrieden sein. Junge, Junge, hier geht es ja Schlag auf Schlag. Es liegt auf der Hand, dass wir jetzt nächstes den Bergbauarbeiten der Königin nachgehen sollten. Hedewan, ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich dachte, unsere Mission wäre völlig sinnlos. Doch nun haben wir uns gegenüber Rosemund einen Vorteil verschafft. Und diesen alten Baum mag ich auch langsam. Wenn wir jetzt alle beisammen sind, mein Freund, der majestätische Mammutbaum, regt sich wegen Eulenbären in der Gegend auf. Vielleicht könnten wir... Auf keinen Fall! Ich glaube, wir haben gerade so genügend Goblins getötet. Ach, Hildebrand. Aber wir haben leider die Züge nicht hinbekommen. Shining, Hildebrand war eigentlich mein Schau, aber egal. Hat hier bei deinen Arzt gerufen, meiste Wiederbelebung hast du, Kai? Sunny hat auch mehr Schaden wegen dem Zauberstab am Ende bekommen, ey. Okay, offenbar war ich der Tank, Kai. Wie Tank? Ich hab den meisten Schaden gefressen. Ich bin die meisten Schritte gegangen und hab die meisten gemacht. Und guck mal, ich bin tatsächlich einfach ultra instinkt. Ich hab den geringsten erlittenen Schaden. Am meisten geteiltes Gold, du bist der Robin Hood. Höchster verursachter Schaden, meiste getötete Feinde. Meiste gegangene Schritte, aber das ist klar, dass du das bekommen hast. Meiste kritische Treffer und geringster erlittener Schaden. Ja, vor allem, ich würde sagen... Kai war der Pfennigfuchser. Ich würde sagen, 3 von 4, unsere Überlebensrate ist nicht schlecht. Es besteht eine 25% Wahrscheinlichkeit, dass eine Person überlebt. Auf der Karte gibt es einen neuen Ort. Jetzt sehe ich das auch mal. Als nächstes haben wir die königlichen Minen vor uns, aber vorher... Ich hoffe auch mal, dass wir in Zukunft alles auf die drei Dinger da machen. Oh, guck mal, wir müssen keine Charaktere mehr suchen, wie es scheint. Außer die anderen sind Secret-Charaktere. Wir sollten eventuell trotzdem suchen, weil in der Liste hieß es eigentlich, dass wir im dritten Kapitel auch irgendwen suchen müssen. Ordensbrudi. Warte, wie viele Punkte haben wir? 36, wir können nur 2 kaufen. Außer, Offscreen. Holzfäller, würde ich sagen. Oder Offscreen, Wissen sammeln. Das wäre auch möglich. Dann können wir ja auch auf den Maps, die wir bereits abgeschlossen haben, eventuell alle 3 Sterne, sage ich jetzt mal, holen. Chance, dass sich ein Schafbegleiter am Ende des Zugs an eine Gruppe anschließt. Chance auf zusätzlichen Flächenschaden, wenn mit einer Zweihandwaffe ein perfektes Schlag ausgeübt wurde. Ich will den Holzfäller spielen. Das habe ich auch schon gesagt. Chance, Effekte von Alkohol im Kampf an Nachbarn weiterzugeben. Eine Klasse. Oh ja, Junge, wir brauchen den Ordensbrudi, der bufft uns. Ich will den Ordensbruder spielen. Ich will mich voll laufen lassen. Ignoriert alle Schwächungen durch Alkohol. Du kannst den einfach saufen, wie du willst. Und du kannst ihn zufällig auch noch finden.
Der Ordensbruder ist halt wirklich einfach der Buffer, den... Der, das ist einfach der Buffer der Buffer. Wir können nichts Besseres haben als den Ordensbruder zu. Wir könnten uns den Hirten noch nach dem nächsten Kapitel ruhig holen. Sonst würde ich wieder den Herbalisten machen, damit wir einen zum Heilen haben. Den Hirten will ich... Einen Magier brauchen wir sowieso. Ich will auf jeden Fall Holzfäller spielen, das habe ich schon gesagt. Und diesmal werde ich der Tank. Der andere wollte Säufer werden. Ja, wir haben jetzt einen mit Sixpack im Fass. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Ja, also ich würde sagen, da haben wir jetzt einen mit einem Sixpack in einem Fass. Und einen mit Oberarm seinen Urgroßvater. Die Feuerschwertklasse, was soll das eigentlich? Feuerschwerter. Ja, die Skins, die haben wir doch schon, oder nicht? Die Feuerschwerter haben wir doch, oder nicht? Offenbar noch nicht alle. Wir können ja zumindest schon mal gucken, was die beiden können. Wie gesagt, den Hirten, den können wir uns ja auch beim nächsten Mal, wenn wir das Kapitel abgeschlossen haben, noch kaufen. Etwas Unbekanntes zerstöre drei Schatzwagen der Königin. Heißt es hier. Ich erstarte das nicht, ich will nur wissen, was die beiden können. Da haben wir den Holzfäller und da haben wir den Ordensbruder. Der kämpft mit den Äxten, Stärke, bisschen Wahrnehmung auch. Also der kann in der Theorie auch mit den Bögen kämpfen. Der ist eigentlich basically Stärke, der Holzfäller, weil du halt Zweihandwaffen nutzen willst am besten. Ordensbruder? Oh, du kannst auch mal Nahkampf und in Magiewaffen nutzen. Vom Prinzip her kannst du auch Magie nutzen dann. Kannst HP und Intelligenzwaffen zumindest nutzen. Das ist ein Monstranz. Was? Im eigentlichen Sinne ist eine Monstranz eigentlich sowas wie so ein Kronleuchter in irgendein Heiligtum der Kirche. Was ist eigentlich da die Gerechtigkeitspassive beim Holzfäller? Was macht die? Das ist ja Flächenschaden. Ja, ich will eigentlich sehr viel Fokus mit dem Holzfäller denn später haben. Die Monstranz ist im Spiel ist das wohl der Schild. Also zur Not kann ich auch ausgehen, mit dem Speicherstand noch ein bisschen Wissen sammeln. Es ist eh eine Zeit jetzt, bis der nächste For the King Stream ist. Diesmal waren auch alle bis zum Schluss da. Naja, Kai aus dem Grab, aber er war da. Jetzt auch weg, Jungs, ne? Ja, ich mache jetzt eh nicht mehr lang. Das war's mit For the King für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Bei YouTube natürlich Abo und ein Like da lassen. Bei Twitch ein Follow. Und wie immer verabschiede ich mich von den YouTube-Zuschauern an der Stelle als erstes. Und da verabschiedet sich jemand ohne zu verabschieden. Doch, er hat ja gesagt, ich bin jetzt weg, Jungs.